Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. In der letzten Folge haben wir ja hier unsere Lobby sehr, sehr herbstlich dekoriert, beziehungsweise auch etwas in so einem kleinen Halloween-Stil. Ihr seht schon, wir haben hier einen Kürbis, wir haben hier einen wandelnden Baum und auch der ganze Boden sieht hier sehr sumpfig aus. Und ich dachte dann auch noch, die Burg passt hier gut dazu. Aber Leute, heute soll es nicht hier um die Lobby gehen, sondern heute möchte ich meinem Traum etwas näher kommen. Mein Traum ist ja Level 55 hier bei Pixelgun 3D zu erreichen. Momentan bin ich Level 44, aber mir fehlen genau noch 5 Erfahrungspunkte und die werden wir heute easy in diesem Video ja hier erreichen, denn wir müssen ja für Level 55 nicht mal ein Match, 45 nicht mal ein Match hier gewinnen. Wir müssen einfach nur eine spielen. Und dann haben wir das schon. Wir müssen wirklich einfach nur ein Match spielen und dann bekommen wir auf alle Fälle 5 Erfahrungspunkte. Deswegen würde ich sagen, wir starten hier gleich einen Teamkampf in den Aztekentempel. Habe ich Bock drauf, deswegen würde ich sagen, los geht's. Und ich bin schon so gespannt, was ich bei Level 45 bekomme, beziehungsweise was für Waffen ich bei Level 45 hier freischalte. Ich hoffe, ich bekomme einiges an Gold, aber das werden wir ja dann gleich mal sehen, ob sich Level 45 hier lohnt. Deswegen bleibt auf alle Fälle dran und wenn euch dieses Video gefällt, nicht vergessen hier einen Daumen nach oben zu geben. Das wäre eigentlich ziemlich nice von dir. So. Okay, Tierbändiger. Ja, mein Frettchen ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Mein Frettchen ist schon ziemlich krass. Das ist ja auf Level 8 und das macht jetzt schon sehr, sehr viel Schaden. Boah, digitaler Sonnenaufgang. Epic. Ja, so soll das gehen. Okay, hoffentlich gewinnen wir auch noch. Aber mal schauen, was meine Teamkollegen dazu sagen, hier einen Sieg zu holen. Weil anscheinend... Ja, war nur eine Kill-Unterstützung? Das war eindeutig mein Kill. Ich hab's gesehen. Aber na gut. Was das für ein Teil hier ist in der Mitte... Was? Hä? Ich bin... Ach, das ist so komisch, wenn man manchmal sofort drauf geht und nicht einfach nur der Mech. Yeah. Yes. So, ist da noch ein Gegner wo? Kommt her, Gegnerlein. Ha! Oh mein Gott, digitaler Sonnenaufgang. So eine OP-Waffe. So eine OP-Waffe, aber ich habe ja schon den Test dazu hochgeladen. Der macht wirklich so viel Schaden. Wenn man den Gegner trifft, ist es fast immer ein One-Shot. Ich spiele ihn wirklich gerne. Und hat auch noch Mauerdurchbruch. Okay, jetzt habe ich den schon dreimal treffen müssen. Aber trotzdem, eine echt gute Waffe. Hm? Boah, ja, da hat der Gegner auch einen digitalen Sonnenaufgang, aber wir sind 5 Kills vorne, 5 Zähler sind wir vorne, okay, nur noch 4, ich möchte jetzt nichts verschreien, dass wir hier vielleicht dann doch noch verlieren, aber ja, hat gut angefangen hier, oh, verdammt, den wollte ich noch haben. Hm. Ja, das schaffen wir. Und somit haben wir uns dann, glaube ich, Level 45 verdient. Oh Mann. Ich meine, ich hätte ihn schon noch killen können. Das wäre ja nicht so jetzt gewesen. 7, 8, wow. Liebe Mitspieler, ich bin schon sehr gespannt hier dann auf, ja, auf die Statistik. Bin sehr gespannt, was die Statistik dann sagt. Yep, da haben wir noch einen Kill, da haben wir noch einen Kill und einen noch. Ja, dreifach Kill, Leute. Und noch einen. Yes, aber ich glaube, wir sind nicht erst. Ansonsten hätten wir 40 Pokale hier erreicht. Oh Mann, wir haben die meisten Kills, aber ja, nicht das meiste.
Oh komm. Na gut, wir haben hier 15 Erfahrungspunkte bekommen, 2 Schlüssel, 3 Münzen, 2 Medaillen und 2 Kredite. Okay, deswegen würde ich sagen, Level 45, here we go. Hashtag Level 45 rein in die Kommentare, Leute, würde mich sehr, sehr freuen. So, 17 Edelsteine und 75 Münzen und auch einiges an neuen Gegenständen. Wir haben hier einmal den Sonnenaufgang. Einzelner Schuss, 10-fach Zoom. Ja, ganz klar eine Scharfschützenwaffe. Dann gibt's hier noch den Champion Friedensstift, eine mythische Waffe, automatisch und eine Minigun, eine Primärwaffe. Ich weiß nicht, ob ich bei der Primärwaffe irgendwann umsteige, weil das Ultimatum ist so fett. 0. Energiepistole, denkwürdig, 780 Gold, ist eigentlich ein faires Angebot, einzelner Schuss und macht Flächenschaden. Zusatzwaffe. Und was gibt's hier noch? Den Totalvernichter. Okay. Eine sehr, sehr komische Waffe. Sieht sehr, sehr eigen aus. Einzelner Schuss, Flächenschaden, Spezial und, Spezialwaffe und Legendär. Ziemlich, ziemlich cool. Na gut, ich werde mir, glaube ich, keine Waffe von denen holen, aber 75 Münzen sind geil und 17 Edelsteine sind, ganz okay. Ich meine, das macht bei mir wirklich nicht das Kraut fett, aber wir eröffnen mit den 17 Edelsteinen gleich mal hier, eine Truhe und wir bekommen 12 Edelsteine. Wow. Wow. Deswegen würde ich sagen, ich brauche die Edelsteine nicht. Wir schmeißen da gleich mal nochmal mit 25 Edelsteine um uns und holen uns 60 Münzen. Gut. Na gut, na gut, na gut. Ja, 812 Münzen haben wir schon. Das ist ziemlich nice. Vielleicht können wir uns hier noch eine Waffe hier im Tauschwagen noch holen, solange der da ist. Wäre auf alle Fälle ziemlich cool. So, Anubis sieht eigentlich sehr, sehr nice aus. So, gibt's sonst noch was Neues? Weil bei Tragen steht hier auch ein Einser. Komisch. Aber Leute, ich habe im letzten Video hier eine goldene Kiste bekommen. Da sind 120 Teile drinnen. Ich hoffe, die können wir bald mal öffnen. Ich bin schon richtig gespannt, was da so drinnen ist. Denn ich habe es endlich eingesehen, dass man Module wirklich braucht hier bei Pixelgun 3D, um hier voranzuschreiten, um seine Waffen schon um einiges besser zu machen, besonders so Magazingröße, Nachladzeit und Feuerrate verbessern, ist schon nice und dann auch noch mehr kinetischen oder magischen Schaden, das haut eigentlich schon sehr, sehr rein. Egal, ich würde sagen, wir versuchen unseren Traum Level 55 noch etwas näher zu kommen und spielen hier nochmal eine Runde. Egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, das Coole ist ja bei Pixelgun 3D momentan, dass man einfach immer Erfahrungspunkte bekommt, man bekommt auch immer Pokale und das ist schon sehr, sehr nice. Ja, aber, wisst ihr, das macht zum Beispiel keinen Spaß. Pokale, ich möchte ja gerne hier aufsteigen, die Liga. Das hat mich ja schon zum zweiten Mal gekillt. Ich möchte gerne in die Champion Liga aufsteigen, dafür muss ich ja 3600 Pokale erreichen. Was ich... Yes, da habe ich die Revanche. Ha! Was, ja, etwas dauert bei mir noch. So, Doppelkill haben wir jetzt mal. Das haut schon rein. So, hier bleibt man ja auch leicht stecken. Das ist ein ziemlicher Bug, muss ich sagen, dass man hier stecken bleiben kann. Komm schon. Ja. Dreifacher Kill. Oh Mann, den wollte ich haben. Dafür bekomme ich den und den. Oh, da sind noch mehr. Wow, 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 wow. Jetzt bin ich ultra. Ah, verdammt. Da wollte ich noch in den Samurai rein, aber leider. Hat hier Mauerdurchschuss. Ich kann einfach probieren, ob ich Darwin treffe. Aber ich habe eine Killunterstützung. Nice. Ja, aber ich habe noch einen Kill. Ich habe noch einen Kill. Oh yeah. 31 zu 20. Das gewinnen wir ja sowas von. Oh Mann. Okay. Okay, mein Tierchen hat den gekillt. Ich liebe mein taktisches Frettchen. Ich liebe das wirklich sehr. Liebe Gegner, wo seid ihr? Habt ihr Angst? Ich glaube, die wollen nicht mehr. Wo ist er? Ich glaube, die wurden alle gekillt. Ja, 8 Sekunden noch. Wenn wir das jetzt verlieren, dann
Dann haben es die Gegner wirklich verdient, wenn die das schaffen würden. Dann hätten die das wirklich verdient. So, 39 zu 27, Sieg, 26 Pokale, sehr, 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 sehr gut. 8 Kills, würde ich sagen, nicht so schlecht. Ja, 15 Erfahrungspunkte und somit kommen wir schon wieder etwas weiter rauf. Aber wir brauchen trotzdem noch 695 Erfahrungspunkte für das nächste Level. Aber vielleicht, ja, mache ich ja wieder einen Stream, wo ich dann ordentlich Erfahrungspunkte pushe. Deswegen unbedingt hier die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, Leute, wenn hier irgendwas auf meinem Kanal passiert. Vielen, vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu bist, Abo da lassen. Und wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.